trend in Macedonia to create a new cultural and new democratic circumstances through the cultural politics and policies. The current government that we have has made several decisions that are invading the public spaces of the citizens without asking the citizens. The main trigger or the main provocation for which we started to organize ourselves more seriously was the church that is planned to be built over there. It is going to be a 30-meter tall church on the 1500 square meters over there. We believe that it is going to sacralize and religialize this whole public space. That was the main idea why we started working. But then again, on the other side, there's going to be a 30-meter tall statue of Alexander the Great here, and surrounding all of the square, there's going to be about 10 sculptures and monuments. The whole square is going to be invaded by ridiculous sculptures that are going to destroy this open public space that generations and generations of people have used it as a place where they can create memories, create democracy, create culture. That our main focus is to involve as much as people from Skopje and from the country into this process of the decision making on how the main square should look. We think that the public spaces should be spaces that will reflect the current society, the situation in the current society. Das ist vor allem dadurch bedingt, dass wir bereits 18 Jahre lang ein Transitionsland sind und wir noch eine lange Zeit brauchen, uns umzustellen, anders zu denken, als es vor diesen 18 Jahren war. Wir bemühen uns, ein höheres Niveau der Demokratie zu erlangen. Sollten wir die Visa-Erleichterung erlangen ab 2010, dann werden wir die Möglichkeit haben, nach Europa zu reisen und dadurch unser Denken ein bisschen erweitern, auch natürlich im demokratischen Sinne. Das Prinzip ist nicht, jetzt die Leute hier zu belehren und ihnen unser Denken aufzustülpen, sondern wir wollen in Dialog kommen, weil alle diese Länder haben was zu sagen dazu. Und wir müssen erst mal zuhören, was die uns sagen. Und das ist der entscheidende Ansatz. Und dann kann auch Dialog entstehen. Und dann können wir auch vermitteln, was wir auch vermitteln wollen. Natürlich ein Deutschlandbild, das sich Deutschland mit Demokratie auseinandersetzt, dass das auch kein abgeschlossener Prozess ist in Deutschland, sondern dass Demokratie auch eben von Bürgerbeteiligung lebt und von Engagement lebt und so weiter. Dieses ist ein Projekt, was sehr breit ist, was überall hineinspielt, was sie aber dann eben, wo sie am Anfang fragt, mit welchen Partnern bringt man das in Verbindung, wo sie dann eben auch eigentlich die Partner, das sind hier die Leute auf der Straße auch, ne? Also das sind die Menschen, die kommen und sich dann dafür interessieren. Und insofern finde ich es ein sehr gelungenes Projekt, aber es ist ein gewisses Risiko und das haben alle so gesehen.